28 Jahre alt und hatte das erste Drittel einer ostdeutschen Karriereleiter bereits hinter mir. Eine solche Delegierung, einen solchen Studienplatz zu bekommen und noch dazu den, den man sich auch gewünscht hat, diese Chance bekam man nur einmal im Leben. Und man bekam sie nur, wenn man sich in seiner Arbeit und im gesellschaftlichen Leben der DDR bewährt hatte. Wenn man positiv zum sozialistischen Staat stand, Mitglied der SED war und der Partei treu ergeben war. Man musste halt ein guter Parteiarbeiter sein, um in einem von Arbeitern und Bauern regierten Staat dies zu erreichen. Das war auch meine damalige Überzeugung. Ich ahnte damals im Jahr 1982 nicht im geringsten, dass ich meine gesamten Lebensumstände in diesen nächsten 5 Studienjahren gravierend ändern sollten, als ich mein Studium an der Ingenieursschule in Eisleben begann. Wir 17 jedoch, wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Und so blieb es natürlich nicht aus, dass man sich auch näher kennenlernte. Wir wussten um des anderen Familienverhältnisse, wir wussten, wer wo als was arbeitete und wir wussten, wessen Eltern in gehobenen Positionen tätig waren. Eine weitere Studienfreundin war die Tochter des Generaldirektors des Braunkohlentagebaus Bitterfeld. Aber es waren auch ganz einfache Arbeiterkinder unter uns. Und das war gut so. So sollte es ja nach sozialistischen Prinzipien auch sein. Durch diese Studienfreundin, die Tochter des Generaldirektors, Tanja war ihr Name, erfuhr ich eines Tages davon, dass ein ganzes Dorf in der Region Bitterfeld dem Braunkohlenbergbau durch Zwangsräumung weichen sollte, um an die neuen Braunkohlefelder zu gelangen. Ihr Vater, der Generaldirektor, hatte das über das Ministerium veranlasst und durchgesetzt. Ich glaubte es nicht. Denn ich kannte den Fall aus unserem Fernsehen. Dort wurde die Umsiedlung natürlich ganz anders dargestellt. Das war für mich sowas von unvorstellbar, dass unsere Stasi, in der die besten Kommunisten unserer Republik arbeiteten, sich solche Drecksarbeit hingeben sollten. Ich erspare mir an dieser Stelle weitere Einzelbeispiele von Sachen, die es eigentlich in einem Arbeiter- und Bauernstaat wie der DDR hätte nie geben dürfen. Ich lernte Menschen kennen, die beispielsweise seit Jahren einen Antrag auf Ausreise hatten, die überwacht wurden, die keinen Job mehr hatten und deren nächste Angehörige wegen Sachen im Gefängnis saßen, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab. Und damit war ich mittendrin. Wir schrieben das Jahr 1988 und so begann es.